Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in dem Irrenhaus, das sich Durlaks Turm nennt. Ja, in Baldur's Gate. Ja, wir sind auf Etage 2 des Turmes angekommen, bereits. Und wie man ja gesehen hat, bereits schon auf Etage 1 und hier schon teilweise auf Etage 2 ist das ein sehr netter, freundlicher und gemütlicher Ort. Nicht wirklich, alles mit Doppelgängern und Fallen vollgepflastert. Ja, wir haben schon einen Teil der zweiten Ebene aufgedeckt und haben gesagt, wir gehen jetzt da entlang. Du bist ja ein komischer Kerl. Also geht Imoin jetzt erstmal wieder vor in diese Folterkammer hier. Und guckt sich nach Fallen um. Und das hier ist wirklich die reizte Folterkammer. Und voller Fallen. Oh, hier hinten ist auch noch eine. So, dann deaktivieren wir die mal und ziehen mal die restliche Gruppe nach. Beinahe unter meiner Hürde. Ja, da hat sich Durlak einen schönen Raum einfallen lassen. Streckbänke, solche Streckräder da. Noch mehr Fallen. So. Streckräder, Streckbänke hier unten sind. Hackflöcke. Hier oben ist sogar so eine Wasserpumpe, wo man Leute drin ersäuft. Und das soll wohl so eine Art eiserne Jungfer sein. Ja, beinahe unter meiner Würde. Okay. Ziehen wir mal die Gruppe nach. Etwas. Ja? Und dann geht immer ich verschwinde jetzt. Weiter vor. Sucht danach Fallen. Scheint schon mal nichts zu sein. Oh, aber von hinten kommt eine Überraschung. Durlak Trolltöter. Und Islaine. Wobei Islaine irgendwie auch aussieht wie ein Kerl. Okay. Da sind wir wahrscheinlich mal wieder Doppelgänger. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Die hauen wir beide mal weg. Und ja, es sind Doppelgänger. Sie verwandeln sich nämlich. Die anderen hören auf, sie anzugreifen. Ihr zeigt, wohin ich ran soll, okay? Imoin. Oh, das ist eine Falle. Die entschärft man gleich. Imoin, komm mal zurück. Ja, was immer schon erledigt. Okay, die heilen sich gegenseitig. Da bist du jetzt Kind der Legionentöter. Okay, der hat sich gerade in einen richtigen Doppelgänger verwandelt. Kurzzeitig. So, einer ist jetzt wenigstens mal tot. Leichte Wunden heilen. Der heilt sich ständig selber. Und immer wenn sich die Kerle verwandeln, dann hören die Jungs auf, sie anzugreifen. Das ist schon irgendwie mies. So, hier ist nichts mehr. Wir haben noch einen Haufen Zeug zum Identifizieren, merke ich gerade. Du, gib mal die roten Kugeln. Nimm mal nur rote Kugeln, so. Gib mal die blauen irgendwo ab. Am Minsk zum Beispiel, so. Hast du noch blaue? Nein. Ja, Gahira hat deine blauen. Und die Pfeile können weg, das sind so Feuerballpfeile. So. Du kannst mal dahin, du kannst dahin, weil dass wir die Hasszauber auch mal aufbrauchen, die wir da haben. So, die Falle ist entschärft. Gucken wir jetzt mal, was in dem Buch hier steht. Das müsste das Buch hier sein. Stellt euch meinen Dämonen. Okay, machen wir doch gerne. Die beiden Sachen kommen mal zu ihr hier. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner So, was ist hier drin? Teleportationsstein. Ihr habt die unvergessliche Glyphe dieses Schlüsselsteins schon anderswo in diesem Turm gesehen. Ja, wurde. Ja, genau, hier leuchtet sie nämlich gerade auf. Das heißt, der Teleportationsstein aktiviert den Teleporter genau vor unserer Nase. So, mal gucken, hier ist noch so eine Schale auf der anderen Seite. Ob da auch eine Falle ist. Ja. Ist eine. Und da ist auch so ein Schlüsselstein drin. Der geht mal an Khalid. Der bewahrt ja schon Schlüsselsteine für uns auf. Gut. Soweit.
Ja? Hier lang. Dann geht Imoen mal weiter vorwärts. Ja. Das Skelett da sagt schon mal ziemlich gut aus, dass hier wohl eine Falle irgendwo ist. Ja, direkt vor uns. Oh, unter diesen Schalen hier sind wohl auch noch Fallen. Ja, nichts leichter als das. Und eine Geheimtüre, okay. Mich kümmert's, wenn ich verschwinde jetzt. Ich will aber erstmal die Falle dieser Schale hier finden, bitte. Eure Dienerin für die Gruppe. Wenn niemand besser geeignet ist. Ja, für die Gruppe. Hm? Du bist ja ein komischer Kauz. Na, kommt die Falle noch? Hier lang. Scheinbar nicht. Da gucken wir uns mal die anderen beiden Schalen an. Okay, hier haben wir die Fallen gefunden. Und hier ist noch eine Geheimtür. Hier ist eine Zwergenstatue, die wir plündern können. Jetzt will ich aber auch die Falle an der Schale finden. Kann ich euch behilflich sein? So, dankeschön. So, dann lesen wir erstmal wieder das Buch. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Mit Talisa. Sucht kein Entkommen. Naja, das sind beides Geheimtüren. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Ihr braucht, wenn niemand besser geeignet ist. Beinahe unter meiner Würde. Darum bitte. So. Dann prüfen wir jetzt erstmal diese Schalen, in denen noch mehr Heiltränke drin sind. Und ich glaube, wir brauchen mal ein paar von den Tränken auf. Du bist kaum angeschlagen, du jedoch. So, jetzt bist du wieder voll. Mids geht. Jahira. Könnte einen gebrauchen. So, und das war's auch schon. Ja? Gut, Imoen. Mach mal hier auf. Und das hier sieht auch wieder nach einer Falle aus, hä? Ja, wir stehen fast schon drin. Und auch die Statue hier. Oh, nebenbei ja, Statue. Gucken wir uns mal die Statue hier an. Die scheint ja keine Falle gehabt zu haben. Da sind aber nur Bolzen drin. Übrigens habe ich im Internet mal gefunden, das ist ein Bug, dass man Bolzen nicht verkaufen kann. Es gibt sogar einen Fix dafür. Aber da wir jetzt kurz vor dem Ende sind und ich glaube, der Fix gar nicht für angefangene Saves, also Spiele gedacht ist, mich kümmert's nicht. Bringt das Ganze ich auch genug nichts. Davon. Deswegen, was sagt dieses Buch denn hier? Findet keine Zuflucht. In diesem Tempel hier wahrscheinlich, ja? So. Hier ist Geld drin, ein Geschwindigkeitstrang. Meisterdiebeskunstdinger, die brauchen wir nicht. Gefühl und Schleuderkugeln. Immerhin gehen wir darüber. Da sind bessere Schleuderkugeln. Das sind Pfeile plus 1, die brauchen wir nicht unbedingt. Eigene Person verwandeln. Kugeln plus. Kugeln plus. Ein Speedöl für Khalid. Jetzt hat er schon 6. Und die können an Dünner hier gegeben werden. So. Und jetzt. Jetzt hat die Schleuderkugeln, sehr gut. Du bist ja ein komischer Kerl. Ich hab was ist noch davon da drin? Die Pfeile und dieser Zauber hier. Kann Dünner hier den lernen? Ja, den hat sie lernen können. Welche Stufe ist der? Diese Stufe. Was bringt der nochmal? Genau, eigene Person verwandeln. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, kann der Zauberer die Gestalt eines anderen Wesens annehmen. Der Anwender nimmt außerdem die Fortbewegungsart und das Atmen der neuen Gestalt an. Dieser Zauber verliert jedoch nicht die anderen Fähigkeiten der Gestalt, wie spezielle Angriff und Zauber, und nimmt auch keinen Einfluss auf die Persönlichkeit oder Geisteshaltung des Zauberers. Wenn der Zauber ausgesprochen wird, kann sich der Anwender für die Dauer des Zaubers jederzeit und so öfter möchte in jede der neuen Formen verwandeln. Der Anwender erhält in einigen Fällen die natürliche Angriffe der neuen Form und kann in anderen Fällen Waffen verwenden. Die geistigen Fähigkeiten des Zauberers verändern sich nicht, aber er erhält alle körperlichen Attribute der neuen Form. Auch wenn alle natürlichen Schutzmechanismen auf den Zauberer übertragen, wie etwa die Unempfindlichkeit des Schleims gegenüber Geschossen oder stumpfen Waffen.
Okay, ein Zauberer, der sich in einen Schleim verwandelt. Was wollt ihr? Nicht so prickelnd. Ich jetzt. Mach mal hier auf Immun und geh da weiter. War gut. So. Ja, hier lang. Was steht hier? Fühlt keine Wärme. Ja. Ja, gut. Mich kümmert's nicht. Hier sind aber überall dicke, fette Brennöfen. Mit Ghoulen drin. Und da war, hat gerade ein Ghoul eine Feuerballfalle ausgelöst. Dies ist euer Leben in meiner Hand. Für die Gerechtigkeit. Okay. Gut, so viel dazu. Geht's allen gut? Allen geht's gut. Fehlt hier nicht irgendwas? Oh ja. Gut. Mir fällt gerade so auf, ich habe vergessen, die Statue hier in der Mitte zu plündern. Gut, dass mir das jetzt schon auffällt. Da ist nämlich der hier drin. Der Ausgangsschlüsselstein Stufe 2. Die tief diesen Schlüsselstein gehetzte Glyphe weist hin, dass der Stein einen versteckten Durchgang, der tief in die Verliese hineinführt, freigibt. Okay. Den hätten wir nicht vergessen dürfen, sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Beinahe unter meiner Würde. So, und hier hinten war irgendwo eine Feuerballfalle, die einer der Ghule ausgelöst hat. Oder düster Schrecken. Ja, ich sag immer Ghule dazu. Im Englischen heißen die, glaube ich, Gast. Die Jungs. Das war wieder mal knapp. Denn ich verschwinde jetzt. So war das die einzige Feuerballfalle. Was? Nichts leichter als das. Die einzige Falle, aber da ist noch ein Ghule. Und ja, ich sag allgemein gut zu denen. Mich kümmert hier lang. Auch wenn es süße Schrecken sind. Und hallo, wer bist du? Zwergen-Schicksalswache. Also ja, da steht nur Schicksal. Aber ist egal. Und da war eine Falle. Ja, nichts leichter als das. Und hier sieht man schon eine Tür. Also ein wieder ein Geheimgang. Ich hab genug davon. Was steht hier? Tanzt mit den Toten. Okay. Das heißt, wenn ich da runtergehe, muss ich mit den Toten tanzen. Nein. Nein, das portet mich einfach nur zurück. Das hier ist nämlich eine Fake-Treppe. Und die Falle hätte dafür gesorgt, dass Skelette gespawnt wären. Wir wählen eins auf die Priorner für einen guten Zweck. Haben die Schicksalswachen was zu sagen? Nein. Was wollt ihr? Gut. Das heißt, wir können mal an denen vorbeigehen, bevor wir hier weitergehen. Warum ist die Tür jetzt aufgegangen? Wahrscheinlich, weil wir mit dem Schlüsselstein drin vorbeigelatscht sind. Und die beschützen hier wohl ein Grab. Weil hier liegt ein toter Zwerg mit verschränkten Armen. Und zwei Truhen. Wen beschützt ihr hier? Was? Hier fiel Kiel der Legionentöter. Oh, das ist Durlaks Sohn Kiel, der da liegt. Ja, gut. Also sein Erstgeborener war das, glaube ich. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Ja, Minsk. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr. Was wollt ihr? Ja. Also werden wir dem seine Ruhestätte mal in Ruhe lassen. Klingt ein bisschen komisch. Zum einen werden wahrscheinlich die Schicksalswachen hier angepisst sein, wenn wir einfach das Grab plündern. Warum würden sie sonst da rumstehen? Oh, wieder eine Leiche. Beinahe unter meiner Würde. Und zum anderen, naja gut, die Schicksalswachen könnten wir theoretisch töten. Wir haben auch schon andere Schicksalswachen getötet, aber wir brauchen die Erfahrungspunkte nicht mehr. Wir sind wir sind schon alle auf Maximum, wie man sehen kann. 161.000. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr. Ich mache jetzt vorsichtshalber meinen Quicksave. Ich habe ja bereits gesagt. Hallo? Dankeschön. Ich habe ja mal bereits gesagt, in Durlaks Turm sind viele Fallen. Deswegen werde ich auf Quicksaves hier machen. Was?
Nichts leichter als das. Aber ja, die Schicksalswachen könnten wir töten, aber das bringt uns nicht mehr viel. Weil Erfahrungspunkte kriegen wir keine von denen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, es ist einfach nicht richtig, ein Grab zu schänden. Außer natürlich, es sind Untote darin. Das haben wir ja schon mal gemacht, ein Grab voller Untoter untersucht. Okay, eine Falle. Und wieder ein Doppelgänger. Ja, der hat sich als Firmboy getarnt. Oh, drei Doppelgänger.